Was uns da hinten auf uns zulauert, das habe ich ganz vergessen. Er ist ein Krimineller. Und Kriminelle stellen keine Fragen. Habt ihr es gerade gehört? Ich habe ganz vergessen. Ich muss doch noch die Folge benennen. So, zack. Mache ich gleich. Wobei, man könnte doch die letzte Folge Mephala die Netzweberin nennen, oder? Ich glaube, so mache ich das. Mephala die Die Netzweberin. Weberin, ja. Weberin. So. Gut, was ich eigentlich in der letzten Folge machen wollte, ist folgendes. Das hier. Ich habe noch für die Zwei-Waffen-Geschichte noch sowas. Aber ich wollte die ja aufbewahren. Gut. So lösen sich meine Viecher nicht in Luft auf. Ich wollte nach unten, zu diesem Unbekannten. Zu diesem unbekannten Ort. Schön, dass meine Stimme kaputt rennt. Offenbar darf ich das nicht. Was sind das für komische Geräusche da drüben? Mann, meine Stimme ist so... Alter, ist die Welt krass hier. So, ein Buch entdeckt. Und was haben wir hier? Krallinib entdeckt. Und Schädel sollen uns aufhalten. Was ist Krallenhieb? Auf jeden Fall eine Truhe, aha. Die einfach so da ist. Krallenhieb hat einen Unterboden verließ, aha. Soll es unten in der Ladezone eigentlich nicht eine Geschichte geben zu Krallenhieb? Stattdessen steht da was von Büchern lesen. Huch! Ein Schwert, ein schwarzer Typ. Eine Schablone. So. Aufs Ganze hier mit Löwen. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal nach rechts. Morgenpflegerin. Morgenpflegerin, ja. Morgenau. Morgenau. Ach, da ist schon wieder einer, der da links läuft. Ich frage mich, warum sind hier eigentlich so viele Champions unterwegs? Haben die Champions nichts zu tun, als alte Verliese hinterher zu rennen? Die hätten sie doch gleich von vornherein machen können. Oh, ich sehe dahin was ganz Gutes. Kein Boss? Kein Boss, ne. Ja, hör auf. Das ist ein bisschen unfair mit den Typis hier in der Nähe.
noch einen Fertigkeitspunkt. Ja, in der Tat ist das unfair, weil... Oh, ihr habt sie mir doch, ihr habt sie doch nicht alle. Er hat mich da gesehen. Ach, da kann man nicht lang. Eigentlich wollte ich gucken, ob ich nicht hier noch irgendwas nehmen kann hier. Ja, ich wollte schon auf das hier. Na, ich habe ja schon so ziemlich alles. Na gut, Überladung wäre noch eine Möglichkeit, die beide parallel zu haben. In dem Fall ist das, glaube ich, nicht schlecht. Bis zum Henker. Ach ja, die Ranglisse. Lalalala. Ja, natürlich, er sieht mich, wenn ich die Leiter hochgehe. Wie sich meine Viecher einfach hochporten. Schon wieder dieses Leuchten. Alter, die Löwen, die haben eine ganze Menge. Was sind das für Dinger? Rang 50 bei leichter Rüstung. Ein Rucksack mit Obsidian. Ansonsten nix. Halsabschneider. Krieger. Ja, natürlich. Hätte mich auch gleich sehen können. Hätte ihn viel Arbeit erspart. Telingier, Telingier, lalalalala. Der Halsabschneider. Oh genau, Krieger. Löwen. Ich guck, ob da irgendwas ist. Da geht's weiter, da geht's nach oben. Die Familie von diesem Stamm. Ja, die Kämpfe sind ziemlich durcheinander für euch. Geht mir genauso. Haha. Huhu. Ey, die ist geil. Zack. Direkt was Neues. Was haben die angegriffen gerade? Das ganze Löwen überall.
Stufe 40. Oh, Ausdauerfähigkeit. Nutze ich relativ selten, glaube ich. Ich glaube, alles ist auf Magicka, wenn ich mich nicht irre. Fischatem. Stufe 40. Typus Verliesboss. Fähigkeitsgrad mittelschwer. Abgeschlossen. Krallenhieb. Erforscher von Krallenhieb. War hier tatsächlich eine Quest, die Krallenhieb hieß? Habe ich das gerade echt mitgekriegt? Alter. Auf einmal laufen mir ein Spieler entgegen. Ihr seht mich nicht. Wie ich sie alle einfach mal ausgemäht habe. Ausgemäht. Wo bin ich denn? Ach, da unten. Ja, ist tatsächlich abgeschlossen. Hey, eine Tolle. Och Mann, die können wir nicht öffnen. Wo geht's denn lang? Ach, da hinten raus. Naja, wir sind ja ziemlich gut vorangekommen hier in dieser Höhle. Mir gefällt übrigens der Kampfflow gerade. Alles, was hier anfasst, ist ja relativ einfach. Oh, inventartechnisch sieht es ziemlich schlecht aus. Ich muss also gleich wieder zurück. So. Muss mal eben meinen Stuhl ein bisschen näher ranschieben. Dummerweise habe ich da einen Teppich und der ist total... Der hat sich um die Rollen gewickelt. Es ist nicht ganz einfach und dann rutsche ich immer zurück und das ist ätzend. Schnittemark. Mächtige Monster wandern durch die Wildnis von Tamriel. Sie nennen sich Pokémon. Schnapp sie dir alle. Hey, schon wieder eine Truhe. Hey, cool. Was ich mitnehmen kann. Geil. So. Unser nächstes Ziel wird wahrscheinlich sein, den Dolmen von... Was steht da? Ach, Jodewald. Ich habe Dodewald verstanden. Oder gelesen. Den werde ich dann entdecken und dann gehen wir hier nach unten. Beziehungsweise werden dann doch erstmal nach Knurkar zurücklaufen über diesen Weg. Aber erstmal Dolmen finden.